Mir ist wichtig, gerade hier bei Starter, dass die Studenten all das lernen, was sie später brauchen, auch am Set. Das heißt, die Schüler, die bei mir Unterricht haben, können davon ausgehen, dass sie am Ende so vorbereitet sind, dass sie im Filmset oder Fernsehset zurechtkommen und sich sicher fühlen. Gut, seid ihr bereit? Ich muss das jetzt machen. Ich will ja eigentlich weg von diesem, dass man zu schnell, zu technisch ist. Andererseits ist die Realität so, dass man beim Drehen eigentlich immer Vorgaben hat und sagt, das ist euer Raum, hier bis hierhin könnt ihr gehen. Ja. Schauspieler wissen dann, dass sie trotzdem diesen minimalen Raum nutzen und mit Leben ausfüllen. Kino und Kamera bedeutet auch natürlich, dass man alles unter dem Mikroskop sieht, dass man die Sachen auch verdichtet, auch Emotionen, auch Blicke, dass man sozusagen ganz klar auch guckt, was so ein Gesicht kann. Ja? Geh mal nah ran, guck mal, was das macht mit euch. Okay, können wir das vielleicht ein bisschen leiser machen, so, weil das... Also ich wollte nur den scheiß Pinguin! Okay, das ist mir ein bisschen peinlich gerade, Schatz. Okay? Also, meine ich ernst. Das beide sehr gutes Gefühl für Timing und auch Humor. Was ich gesehen habe, ist einen starken Impuls von dir und eine sehr klare und sehr starke Reaktion. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand eigentlich die stummen Momente fast die interessantesten mit den Blicken. Dass wir jetzt nicht immer nur alles auf den Dialog setzen, sondern einfach auch mal dem vertraut, dass wir immer noch von einem visuellen Medium reden. Deshalb habe ich dir auch gesagt, geh ruhig einen Schritt ran und dass du dich selbst mal siehst, was das macht mit dir, wenn du sie einfach anguckst, ohne was zu sagen. Es hat ja auch einen eigenen Rhythmus, also so ein klassischer Dialog. Wo kann ich den brechen? Wie kann ich den in der Improvisation so bringen, dass er trotzdem jetzt nicht als aufgesagter Dialog wirkt, sondern als etwas natürlich Empfundenes? Es hat sehr viel mit Fantasie zu tun. Für mich gibt es jetzt nicht die eine Methode, die man bei allen Schauspielern gleichermaßen anwenden kann. Man muss permanent als Regisseur und Schauspieler aufmerksam bleiben. Und am Ende des Tages ist es vor allem auch ein Handwerk, was man lernen kann. Und das versuche ich hier bestmöglich mitzugeben. Nicht schreien, wenn man sauer ist. Das finde ich so, also macht mich fertig. Weil die schreien sich immer an, wenn sie sauer werden, weil es ist alles so scheiße. Mach doch mal den Abwasch. Nicht schreien, okay, gut. Nein, man kann Wut auch ganz anders ausdrücken. Ja, aber wenn nicht, dann will ich mal Geld sehen. Nein.